So. Ja. Also, ich habe mir jetzt mal ganz nett und freundlich, wie ich bin, ein bisschen Hilfe an die Seite geholt. Und in Form von ein, zwei Seiten. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wir begeben uns jetzt mal auf die Möglichkeit, weitere Aufgaben hinzubekommen. Wir begeben uns erstmal nach Nazca. Oder Nazca. Nazca. Je nachdem. Und zwar hier über Dings, über Nazca ist diese U-förmige Insel. Und dort soll für die Quest Musenjagd, also was wir gerade hatten mit, ne, er sucht seine Muse. Da soll in einem Wald Dings sein. Weiß jetzt nicht, ist das der Wald? Bist du der Wald? Oh, hi. Guck mal einer an. Da haben wir auf jeden Fall erstmal noch eine Truhe, die wir öffnen können. Klink. Eine Rätselrüstung. Und wir haben hier tatsächlich Zack. Schild der Reinheit und 3000 Gulden und 6 Stempel. So. Das wäre dann schon mal die Aufgabe. So. Jetzt gucken wir mal. Wir haben noch die Aufgabe 3 und da fehlt mir auch noch eine, ne? Die 9 und Dings. Und die 70 auch noch. Also erstmal zu der 73 und zwar die Kältekreaturen. So. Lass mich kurz gucken. Laut der Seite sollen das folgende Begleiter nämlich sein. Und zwar laut der Dings soll das der Scratch. Also auf der einen Seite soll das die Fürst. Frostige Fürstin sein, die wir mitnehmen sollen. Zum anderen soll das ein Quatschi beziehungsweise ein Blüterich bräuchten wir dann ja noch, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Wir reisen erstmal in Julia. Erstmal nach Julheim. Gucken noch mal kurz, was er genau haben will. So. So. Also, wo ist die andere? Die, die auf der blauen Blume sitzt. Genau, ein Blüterich brauchen wir noch. So ein Blüterich. Der Blüterich, der müsste, den haben wir ja hier vor der Stadt andauernd. Das heißt, den versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen zu fangen. Da haben wir zum Beispiel einen nicht weggehauen. Ja, schönes Ding. Okay. Lotusblüterich. Nein, er setzt Sternenglanz ein. Das ist natürlich doof.
Wir müssen Dings Sternglanz wegnehmen kurz. So, Blockadebrecher, Mondtropfen, Stufe 16 für Martin und Schnurri, Stufe 47. Und wir müssen über Renike einmal kurz den göttlichen, den Sternenglanz wegnehmen. Du kriegst währenddessen mal den Wegdienstkurs rein. Sonst sind wir da ja stundenlang noch bei. Deswegen. Zack. 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 Tierischer Lärm. Out. Schade. Lässt sich nicht mehr dingsen. Nicht. Hier. Der hat sich nicht beirren lassen hier. Blockadebrecher, Mondtropfen. Frigor Stufe 35. Jules Stufe 15. Geil. Da ist ein Fischding. Da ist noch der Fischi. Komm. Bezirzen. Hol ich natürlich dementsprechend, ne? Zwar nicht den Nessie haben wollte, sondern eher den anderen. Ah, hey. Sonnentropfen. Ja, komm. Jo. Der ist auch nicht dabei. Da ist er leider auch nicht dabei. So. Sonnentropfen. Und Martin Stufe 17. Braucht ihr den Blüterich? Und kein Glimmer Schlimmer. Schwimmer. Zack, zack. Zack. Ja. Zack. So. Na komm. Cappuccino und 46 für Manta. Ja, der verschwindet jetzt gleich. Sorry, aber den Blüterich, den muss ich angreifen. Zack. Scheiße, schon wieder nicht. Gottes Willen. Das ist das Nervigste von allen. Dass man die bei denen nicht hinkriegt. Von wegen, hey.
Also, dass diesen Lotusblüter ich nicht hinkriege, das ist das Problem. Das ist so ein doofes Problem. Stufe 18, Martin. Und Deflagration? Ist? Deflagration. Let's go. Gib ihn. So. Da ist auch wieder ein Lotusblüterich bei. Zack. Leider wieder nichts. Karamell und Stufe 16 für Jules. Mondkristall. Nebenbei. Mal wieder damit wechseln. Damit wir wenigstens da. Ne? Ist, glaube ich, besser. Weil mit Eis gegen Eis ist ein bisschen komisch. Zack. Das Gute ist, wir leveln dadurch auch ein bisschen. Mondtropfen. Weil da hinten ist noch ein Schiff. Ich jetzt nicht gedacht, dass da irgendein Schiff noch am Segeln ist. Naja. So, Karamell und Stufe 19 für Martin. Ach, das ist unser Schiff. Lol. Ich dachte gerade schon so, hä? Ich habe mich gerade schon gewundert. Wir haben eine Schneeflocke. Eine Schneeflöckchen. Noch ein Lotusblüte. Ich weiß auch nicht, wie wir das am besten hinkriegen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Mehr als hoffen, dass die sich Dings lassen, weiß ich auch nicht. 36. So. Hier zähmen lassen. Oh. Interessant. Hätte jetzt nicht daran gedacht, dass hier auch. Ach doch, hier war ich schon. Sehe ich schon. Hier war ich anscheinend schon. Anscheinend war ich da schon. Anscheinend war ich da schon. Nein, 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 Blüterich. Mehr.
ありません。 Oh Mann, oh. Die komischen Blüterriche wollen nicht. Heilende Tränestein, Karamell und Markassin Stufe 53. Schade. Hat auch nichts gebracht, mit ihr erstmal anzugreifen. So, über Renike 49, Jules 17. Ist doch doof, sowas. Wie soll ich die ganzen Viecher kriegen, wenn sie sich nicht zähmen lassen wollen? Stalachit, Exo 45, Martin Stufe 20. Nein, nein, nein. Du sollst hier nicht mich. Ich will dich gar nicht haben. Ich wollte den Blüterich haben. Uncool. Und da oben ist noch ein Blüterich. Oder hoch komme ich so nicht. Dann müsste ich hochfliegen. Oder komme ich hier hoch? Nee. Müsste ich jetzt so und direkt hier wieder landen. Tja, doof gelaufen für dich. Tatsächlich. Schade. Sie hat auch keinen Zauber oder so, also keinen Lied oder so, dass man Dingsen hätte können. Schade. 48, Glanz der Genesung. Was haben wir denn? Ruft etliche. Ja, dann nehmen wir Lichtblitz weg. Und du Glanz der so. Schwierig, sowas. Sehr, sehr schwierig. Muss ich echt zugeben. Weil, ne,
Ich habe keine Ahnung, wie wir da an das nötige Viech rankommen sollen. Wenn es nicht bei uns spawnt. Beziehungsweise sich nicht zähmen lassen will. Es ist schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Und widerlich. Meine Güte. Frostblume 21 Martin 48 links. Hinten ist noch ein Blüterich. Schauen wir mal, ob wir da noch den Lotusblüterich kriegen. Natürlich nicht. Oh Mann. Oh. So, nächste Lotusblüterich. Komm hören. Einen einzigen müsste ich zähmen. Mehr brauche ich ja nicht. Ich will doch nur, dass einen davon zähmen kann. Aber nein. Darf ich nicht. Stufe 18 von Jules. Komm hin. Und wieder nicht. Ah, Mano. Oliver, Stufe 51. Also wenn es so weitergeht, muss ich echt hier das vergessen mit dem alle Aufgaben fertig kriegen hier. Ich meine mal, ist zwar schade um die Belohnung, aber krieg das langsam nicht hin. So, Stufe 51 für Esther, Manta 47, 37 für Frigor. Ich würde sagen, ich nehme noch jetzt ein Dings hier, den einen Blüterich mit. Und wenn nicht, dann schwierig. Gucken wir mal, was wir noch so an Aufgaben machen können. Und nein. Man kann es natürlich wieder nicht. Ja. Wie nervig. Aber dann lassen wir es jetzt.
Martin 22, Daudi 21 und Locklied. So, was haben wir sonst noch? Ach so, warte mal. Dings müsste ich mal gucken. Ja, eigentlich auch noch schauen können, ne? Ich habe ja Horatio noch einige Sachen. Und Dings. Wenn ich richtig sehe, ist Horatio jetzt nämlich zu. Mir auch blöd. Ich kann doch auch dahin teleportieren. Und zwar Aera Momentum. Warte mal. Speichern, sicherheitshalber. Hier soll er nämlich, glaube ich, drin sein. Jetzt, wenn ich richtig liege, können wir ihn hier direkt mal schauen. Oder noch nicht? Das jetzt du bin ich da jetzt echt so doof? Warte mal. Katzbuckeln mit dem Entfesseln. Das haben wir ja gemacht. Und dann hieß es in Memoria. Das sind wir ja. In Aremomerial. Aber er ist hier nicht. Scheiße. Wo sollte er denn sonst jetzt sein? Ist die Frage. Wenn er nicht hier ist, wo ist er dann? Ist die Frage. Ich meine mal, er meinte, er will dahin, wo er umgekommen ist und so. Oh, was haben wir denn da? Achso, nee, das ist nur der Wasserfall. Okay. Oder jetzt sehen wir ihn vielleicht drüben. Finde ich ihn vielleicht da drüben? Nee, hier sieht man ihn auch nicht. Schade, hätte ja sein können, dass ich ihn noch irgendwo sehen könnte. Schade. Wäre jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich hätte sagen können, hey, okay, dann kümmern wir uns erstmal darum. Kann ich da eigentlich landen? Tatsächlich, da kann ich auch landen. War ich da eigentlich jemals drin? Oh, Meteoritensplitter. Nett. War ich da jemals drin? Oh. Das öffnen. Zauberin-Robe. Apropos. Nebenbei. Naturnähe. Ja, schau an, ein Mensch. Ich habe schon seit Jahren keinen Mensch mehr gesehen. Ein paar. Mach mal. Hallo. Auf jeden Fall etwas vorschlagen. Was denn? Wir wollen Schwerter. Für jeden eins. Ja, damit könnte Mios was machen. Schwerter und was für welche?
Eigentlich ist es uns alle recht, aber ich habe eine persönliche Fisch. Schattige Schwerter. Denkst du, du wirst damit auftreiben? Schattige Schwerter. Schattige Schwerter.